Die megarische Schule bezieht sich auf die Vorstellung von Sokrates und Parmenides zur Einheit. Der Kreis im Zentrum unseres Modells zu den Megarikern kennzeichnet das Gute und zugleich auch das eine Sein. Mal wird es Einsicht, mal Vernunft, mal Gott genannt. Außerhalb des Kreises befinden sich die Symbole für die verworfenen Problembegriffe. So ist links des Kreises die mehrfache Prädikation dargestellt, denn die Megariker beschäftigen sich eingehend mit dem Prädikationsproblem, dem Problem von Einheit und Vielheit. Wie kann es sein, dass ein Subjekt mehrere Prädikate hat? Der Baum ist beispielsweise zugleich grün, Blätter sowie Früchte tragend. Wie kann ein Prädikat zu mehreren Subjekten gehören? In unserem Beispiel bedeutet dies, dass das Grüne bzw. die Grünheit vielen Bäumen und Gräsern zugleich zukommt. Eine Lösung des Problems ist es, den Gattungsbegriffen wie dem Grünen bzw. der Grünheit jede Realität abzusprechen und nur die Einzeldinge gelten zu lassen, von denen identische Aussagen möglich sind. Mit dieser Problematik beginnt ein bis ins Mittelalter reichender Streit um die Rolle der Allgemeinbegriffe, der Universalienstreit. Ebenso beschäftigen sich die Megariker mit dem Problem von Quantität und Qualität. 3 Weizenkörner sind kein Haufen, aber 10 Weizenkörner könnte man schon als Haufen bezeichnen. Irgendwann ist durch die Zugabe eines Korns die Qualität Haufen entstanden. Aber wann? Der Qualitätswechsel zum Haufen ist schwer denkbar. Unterhalb des Kreises im Modell ist eine Kette als Symbol der Notwendigkeit zu sehen, die den Begriff der Möglichkeit ad absurdum führt. Möglichkeiten werden in der megarischen Schule geleugnet. Alles, was möglich ist, ist auch wirklich. Wenn es nicht wirklich ist, dann ist es auch nicht möglich. Auch wenn die Bedingung, die zur Verwirklichung der Möglichkeit fehlt, noch so klein ist, ihr Fehlen macht die Möglichkeit zunichte. Damit ist auch der Begriff der Wirklichkeit von dem der Notwendigkeit nicht mehr unterscheidbar. Nur das Notwendige ist wirklich, nur das Wirkliche möglich. Alles andere ist nur der Begrenztheit unserer Betrachtung geschuldet. Cicero schrieb einmal unter scherzhafter Berufung auf jene Lehre von seinem Freund Varro: Wisse, dass, wenn du mich besuchen wirst, dein Kommen eine Notwendigkeit ist. Anderenfalls gehört dein Kommen zu den unmöglichen Dingen. Euklides von Megara ist ein wichtiger Vertreter der megarischen Schule. Er darf nicht mit dem später lebenden bekannten Mathematiker verwechselt werden. Euklides von Megara war einer der ältesten Schüler des Sokrates und hat ihn in der Abenddämmerung besucht. Auch zu den Zeiten, als den Megarensern das Betreten der Nachbarstadt Athen bei Todesstrafe verboten war. Eubulides war Erfinder einiger bekannter Fangschlüsse und wesentlich jünger als Euklides von Megara und Diodorus Kronos. Letzterer hatte mit der Stadt Megara nichts zu tun und zählt nur dem Inhalt nach zu der so benannten Schule. Seine Lehre von der nicht natürlichen, sondern konventionellen Sprachentstehung hat ihn auch veranlasst, die Freiheit des Menschen beim Gebrauch der Worte und ihrer Bedeutung im persönlichen Umkreis zu dokumentieren. 2 seiner 5 Töchter, die er alle als Dialektikerinnen ausbildete, gab er völlig unerhörte Namen und seine Sklaven benannte er sogar mit Partikeln wie zwar und aber.